Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von The Escapist. Und im Moment, ich muss mich immer richtig hinsetzen. Und ja, bin mal gespannt, was wir heute machen. Und der Raphael, der hat vollkommen richtig gesagt, das habe ich komplett vergessen gehabt. Ich hatte in der Vorstellung von der Map gesagt, das ist perfekt für eine Revolte, und es ist ja auch so. Und man könnte das wohl mal versuchen. Ich weiß nicht genau, wie das mit der Revolte funktioniert. Ich habe das schon mal, wollte ich eigentlich mal nachgucken, habe es aber bisher nicht gemacht. Ich habe nur irgendwas mal gelesen. Man muss anscheinend 4 Wachen auf einmal umknüppeln. Und dann langt das anscheinend. Wie auch immer. Wäre eventuell mal eine gute Sache rauszufinden. Deswegen habe ich jetzt, glaube ich, doch mein Ziel ein bisschen umgesteckt. Ich wollte ja eigentlich erst in die Lüftungsschächte nach oben, aber warum sollte ich? Macht eigentlich keinen Sinn. Oder was heißt, macht keinen Sinn? Ich will einfach mal was anderes ausprobieren, sagen wir es mal so. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das ganz witzig wird. Das heißt, wir müssen anfangen, unsere Leute anzufixen. Also, dass die uns mögen und so. Und dann können wir eigentlich mal schauen. Also, ich denke mal, das kriegen wir ganz gut hin. Deswegen muss ich mich jetzt aber ordentlich ranhalten. Ich muss ja jetzt quasi zweimal arbeiten. Einmal für mich und einmal für den Job und einmal für die Revolte. Und ja, währenddessen kann ich aber ein bisschen was erzählen. Und zwar wurde mir in den Kommentaren in letzter Folge die Frage gestellt, wenn ich im Gefängnis wäre oder ins Gefängnis kommen würde, wie würde ich denn da so reagieren? Und ich habe mir da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, wegen halt auch die Escapists. Ups, das ist gar nicht so eine leichte oder gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Also für mich ist das vollkommen unvorstellbar, dass ich jemals ins Gefängnis komme. Ich wüsste ehrlich gesagt nämlich nicht warum. Ich bin nicht aggressiv, schlag mich nicht rum, fahre nicht betrunken Auto, klau nix, hinterziehe keine Steuern. Keine Ahnung, also ich wüsste erstmal gar nicht, weshalb ich ins Gefängnis kommen würde. Aber wenn ich ins Gefängnis kommen würde und kann ja doch irgendwann immer was passieren, warum auch immer, ich glaube, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, mich mit den anderen Gefangenen gut zu stellen. Ich will dann schon ein Opfer sein, weißt du? Ich glaube, wenn du im Gefängnis keinen Namen hast, oder was heißt Namen? Einfach so ein bisschen Reputation hast, ich glaube, da kann das ganz schön hässlich werden, wenn dich keiner mag oder wenn du keinen auf deiner Seite hast. Deswegen würde ich mir versuchen, irgendwie so ein bisschen mich mit Leuten anzufreunden. Gut, man muss sich das immer so ein bisschen vorstellen. Also deutsche Gefängnisse, die kannst du meiner Meinung nach, also oder meines Wissens nach, nicht mit amerikanischen Gefängnissen vergleichen. Also ich kenne tatsächlich auch jemanden, der im Gefängnis arbeitet, auch als Wärter. Oder was heißt als Wärter? Ich weiß gar nicht, wie der korrekte Begriff ist. Justizvollzugsbeamter, glaube ich, ist das korrekt? Ich glaube ja. Und der hat gemeint, das ist eigentlich alles in dieses, also ganz anders, als man das irgendwie aus den Hollywood-Filmen kennt, mit diesen amerikanischen Gefängnissen, wo sich dann auch irgendwelche Banden, die Aryan Brotherhood und Schlag mich tot bilden und sowas. Also das gibt es in Deutschland gar nicht so. Und es ist zwar kein Kindergarten, deutsches Gefängnis, aber das geht wohl alles. Oh, ich muss meine Zelle kurz leer räumen. Trotzdem würde ich natürlich aufpassen, dass ich mir keine Feinde mache. Ist ja klar. Aber was würde ich den ganzen Tag über so machen? Ey, wenn ich richtig viel Zeit hätte. Also es gibt anscheinend in manchen Gefängnissen, das habe ich mal gelesen oder beziehungsweise gesehen, die Möglichkeit auch mal ein Fernstudium oder sowas zu machen.
Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen darauf an, warum du im Knast sitzt und was du gemacht hast und bla bla bla. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich das auf jeden Fall machen. Da würde ich quasi nochmal ein Studium oder so durchziehen. Wenn ich Zeit habe, wenn ich ein paar Jahre drin sitze, keine Ahnung, kann ja sein. Und wenn das halt nicht geht, dann würde ich aber trotzdem, ich glaube, es gibt in jedem Gefängnis die Möglichkeit, halt Bücher zu bekommen aus einer Bibliothek oder so. Und dann würde ich auf jeden Fall sau viel lesen und ich würde sau viel trainieren, weil ganz ehrlich, was machst du sonst den ganzen Tag? Und zum Trainieren braucht man ja im Prinzip keine Geräte. Also ich trainiere auch relativ viel zu Hause, alles mit Eigenkörpergewicht, da kannst du schon sau viel mitmachen. Muss nicht mal irgendwie einen Fitnessraum oder so haben. Ich weiß nicht, ob das jedes Gefängnis einen Fitnessraum hat. Man sieht das zwar immer in den Filmen, aber ganz ehrlich, dran glauben möchte ich da nicht. Und ja, trainieren, lesen, malen oder was heißt malen, zeichnen wahrscheinlich, weil ich zeichne auch sehr gerne. Vielleicht zeige ich euch da irgendwann mal was, wobei ich in letzter Zeit gar nicht mehr so wirklich viel Zeit zum Zeichnen hatte. Also ich habe früher Fantasy-Zeug gemalt, irgendwie Drachen und Ritter und, weil das, ich bin ja auch Rollenspieler und so, ne? Das ist halt schon so meine Welt. Und das würde ich auch noch machen. Und arbeiten halt. Also man kann in den meisten Gefängnissen kannst du ja auch arbeiten. Das finde ich schon eine ganz coole Sache. Aber trotzdem, egal, also man kann ja relativ viel machen, so mehr oder weniger. Trotzdem wäre das für mich total schrecklich, weil ich genau wüsste, wenn ich später wieder aus dem Gefängnis rauskomme, ist mein Leben quasi vorbei. Also ganz ehrlich, mir ist niemand großartig bekannt, der im Gefängnis war, der danach wieder einen normalen Job bekommen hat, weil dann bist du gesellschaftlich einfach unten durch meistens schon. Und da hätte ich extreme Angst vor. Also auch wenn du unschuldig, wirklich unschuldig im Knast warst, dann gesellschaftlich bist du unten durch. Ist einfach so. Und davor hätte ich richtig Schiss. Aber gut, da wäre es dann aber auch eh schon zu spät, muss man sagen. Aber was willst du machen, ne? Ja, und das ist so meine Vorstellung. Ups, nein. Ja, das ist so meine Vorstellung, was würde ich im Knast machen tatsächlich? Angst haben, wenn ich wieder rauskomme, dass ich kein Leben mehr habe. Trainieren, lesen, zeichnen, arbeiten. Hört sich nicht spannend an, aber ganz ehrlich, Gefängnis ist ja auch kein Urlaub. Und was anderes fällt mir ehrlich gesagt nicht ein. Ich war noch nie in einem Gefängnis, ich weiß nicht, was man da so alles machen kann. Ja. Aber wahrscheinlich die ersten Ta paar Tage würde ich wahrscheinlich erstmal wie ein kleines Baby Rotz unter Wasser heulen. Weil das ist ja schon eine krasse Umstellung. Darfst nicht mehr raus, darfst deine Freunde nicht mehr sehen, darfst deine Freundin nicht mehr sehen. Kannst nicht mehr einfach einkaufen gehen und essen, was du willst. Kannst, ja, eigentlich gar nichts mehr machen. Und ich glaube, das wird mich seelisch sehr belasten und da würde ich erstmal Rotz und Wasser heulen und zwar nicht so wenig. Aber irgendwann musst du dich halt damit abfinden, dass das dann halt dein Leben ist. Ich hoffe, mir wird es niemals passieren. Ich will es nicht erfahren, wie das so ist, aber eine Erfahrung wäre es wert. Nein, es gibt ja, habe ich mal gesehen im Fernsehen, man kann ja so Abenteuerurlaube buchen. Und es gibt wohl auch in Deutschland die Möglichkeit quasi gegen Geld, also man bezahlt Geld, um ins Gefängnis zu kommen und dort wie ein Häftling zu wohnen. Das finde ich total pervers, aber es ist natürlich nicht vergleichbar wie eine richtige Strafe absitzen.
Weil du ja genau weißt, du kommst in der Woche wieder raus, weil du nur für eine Woche gebucht hast. Aber das wäre bestimmt mal ganz interessant. Trotzdem, angenehm ist es wahrscheinlich nicht. So eine Zelle ist ja dann auch nicht wirklich groß, ne? Das ist ja dann doch eher etwas spartanisch eingerichtet. Vor allem irgendwie so das Klo mit auf dem Zimmer darauf. Bestimmt nicht sonderlich toll, ey. Da salzt mal so eine richtige Wurst ab und dann stinkt es den ganzen Tag in deinem Zimmer. Und dann bist du, oder machst du vorm Schlafen gehen. Juhu. Hast bestimmt Spaß bei. Aber naja. Ich glaube, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Solange man die Erfahrung nicht macht. Und das ist auch gut so. Ich hoffe, dass keiner von euch oder von uns jemals ins Gefängnis muss. Das ist ganz nett, darüber nachzudenken, aber man will sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Und ich bin mal gespannt, wie lange ich noch brauche, um genug Leute anzufixen, damit wir ein paar Leute wegkriegen. Ein paar Wachen wegkriegen. Ich glaube, ich habe jetzt mindestens schon die Hälfte von den Insassen auf meine Seite gezogen, kann es sein? Also es waren auf jeden Fall eine ganze Menge jetzt schon. Jetzt gleich beim Abendappell kann ich auch noch mal den einen oder anderen voll labern. Bleib doch mal stehen, ach Mensch. Ich muss die halt jetzt alle die ganze Zeit bei der Stange halten. Deswegen, das ist halt ein bisschen das Problem an der Revolte. Im Prinzip könnt ihr mir jetzt die ganze Zeit dabei zuschauen, wie ich Leute mit Essen vollpumpe und sie richtig schön fett mache. Aber so ist das bei der Revolte planen. So. Und jetzt kommt der Abendappell, das heißt, ich kann noch einmal in aller Ruhe Leute mit Essen zuschmeißen. So, wo sind denn mal Leute, die noch relativ gelb sind? Da, Alexander. Ach, meine Zelle wird schon wieder gefilzt. Das ist doch scheiße. Stuart kriegt auch noch was. Wahrscheinlich könnte ich jetzt schon die Revolte starten, habe ich gerade so das Gefühl. Nee, so schnell geht's noch nicht, aber ich gehe mal kurz hoch und hol schon mal meine Sachen raus. Nicht, dass die irgendwie vor mir da reingehen. Würde mich zwar sehr wundern, aber ne, kann ja passieren. Gut, alles Legale draußen. Ja, komm. Vielleicht versuche ich dann morgen in der nächsten Folge schon mal eine Revolte zu machen. Alter, wenn das jetzt funktioniert, dann wäre das die kürzeste Staffel ever. Aber gut, da kann der liebe Manko ja nichts dafür. Wenn das mit der Revolte wirklich klappt, dann waren einfach die Wachen scheiße. Und ja, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis morgen. Tschüssi.